Hallo und herzlich willkommen zum ersten Q&A ever auf diesem Kanal. Erstmal möchte ich ein riesengroßes Dankeschön an dich aussprechen. Danke für all deine Fragen, für all deine Kommentare. Es hat mich mega gefreut, die ganzen Fragen durchzulesen. Es sind, glaube ich, insgesamt 67 Fragen geworden. Also mega, mega cool. Die Gewinner des Gewinnspiels, die habe ich auf Instagram bekannt gegeben. Also da einfach mal reingucken. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein. Es sind echt ein paar mega, mega interessante Fragen geworden. Und da es so viele Fragen sind, habe ich mir überlegt, dass wir das Ganze in zwei Episoden aufteilen. Und ja, wir starten direkt rein. Cotti hat mich gefragt, Cotti ist ein sehr guter Kumpel von mir, hat mich gefragt, Weintrauben oder Bananen? Cotti weiß, dass ich Weintrauben und Bananen liebe. Ich muss sagen, ich feiere Bananen noch viel mehr als Weintrauben. Also ganz klar Bananen. Die zweite Frage ist auch von Cotti, nämlich was ist mein Lieblingsfilm? Und bei mir, meine Lieblingsfilme sind alle so in dem gleichen Genre. Aber mein absoluter Lieblingsfilm zurzeit ist Avatar, also der blaue Avatar. Kann ich mich einfach mega gut mit identifizieren, mit dieser Naturverbundenheit. Und allgemein dieses ein bisschen spirituelle auch. Aber sonst feiere ich auch Harry Potter, ich feiere die Hobbit-Trilogie, Herr der Ringe und all die ganzen Sachen liebe ich einfach absolut. Auch weil ich die Musik dazu einfach mega, mega feiere. Und die nächste Frage auch von Cotti ist, Toilettenpapier falten oder knüllen? Lieber Cotti, ich falte mein Toilettenpapier. Und jetzt haben wir die nächste Frage hier von Florian Edelweiß. Danke dir, Florian, für deine Fragen. Und die erste Frage, die Florian an mich hat, ist Hotel oder Hostel? Ja, Hotel oder Hostel. Ganz spontan sage ich Hostel. Denn im Hostel lernt man mega viele neue Leute kennen und ja, kommt einfach schnell in einem anderen Land in Kontakt mit neuen Leuten, kann sich austauschen und findet einfach auch Leute, die auf einer Wellenlänge sind. Hotel ist natürlich auch geil, wenn man einfach mal ein bisschen mehr entspannen möchte. Ja, wie alles eigentlich im Leben, ist halt, erfüllt alles seinen Zweck. Aber für mich zurzeit Hostel. Nächste Frage, Auto oder Motorrad? Ich muss sagen, ich feiere, also so vom Außen betrachtet, feiere ich Motorrad mega. Aber ich habe kein Motorrad, habe keinen Motorradführerschein, deswegen ganz klar Auto. Ganz klar Auto, meine Freunde. Und dann fragt er noch, heiraten oder unverheiratet bleiben? Und das ist eine sehr spannende Frage, da habe ich mich heute auch mit Esteban drüber unterhalten. Mein Kollege Esteban ist der zweite Videoboy hier bei uns im Team. Und wir waren eigentlich beide einer Meinung. Heiraten auf der einen Seite mega cool, dass man einfach die Verbundenheit zu dem Partner, zu der Partnerin nochmal feiert und das nach außen trägt und vielleicht, ja, diese Verbindung nochmal verstärkt. Andererseits ist es auch so ein Ding, wenn Heiraten nur aus dem Zweck entsteht, den anderen Partner zu binden und aus Sicherheitsgründen und aus Gründen, dass man Angst hat, den Partner zu verlieren. Nicht so geil. Also ich finde Heiraten mega geil, da müssen aber auch beide Menschen das Bewusstsein dafür haben und nicht eine Person ja, Angst haben, den Partner zu verlieren. Also ich finde Heiraten cool. Ja, die nächste Frage ist von Max. Ha, Max fragte, wann geht's nach Belgien unsere Familie besuchen? Damit meinte er Renze und Caroline, falls ihr das gerade guckt und versteht, liebe Grüße an euch. Die beiden haben wir in Nepal kennengelernt und haben eigentlich gesagt, dass wir diesen Sommer mal nach Belgien fahren oder uns irgendwo anders treffen und die besuchen. Also Max, ich weiß noch nicht, wann wir die besuchen, aber werden wir auf jeden Fall machen, spätestens zur Hochzeit, nächstes Jahr hoffentlich. Und du kannst ja einfach mal rüberfahren, denn ich glaube, du hast da was ganz Gutes in Aufsicht. Dann tatsächlich eine Frage von Renze auf Englisch, deswegen beantworte ich die auch auf Englisch für dich, Renze. Renze fragt mich nämlich, what do I like more, Dalbat or Hamburger? And we had this conversation back in Nepal. And I have to say, I like Dalbat way more. I'm down for Dalbat right now. Yummy Dalbat. And he's asking up or down. He's referring to hiking, going up
or going down, and I definitely prefer going up, but if we go up 10 days in a row, I prefer going down. And he's also asking Snickers or warm shower. And I'm definitely going for the warm shower, and I'm not into Snickers anymore. That was just a Nepal thing. Thank you so much for your questions, Renze. I hope I answered them correctly, my friend. Nächste Frage von Sonja. Sonja fragt mich, inwieweit sind Drohnen zum Fliegen erlaubt? Wo kann man sich da informieren? Und Sonja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich darüber nicht sehr viel weiß. Ich fliege meine Drohne einfach immer, wenn es sich richtig für mich anfühlt. Und grundsätzlich kannst du einfach mal am besten bei Google gucken. Da die Drohnengesetze googeln, denn ich weiß das leider auch nicht. Und ich glaube, da gibt es auch relativ spezifische Auflagen mittlerweile und es wird immer strenger, muss man hier aufpassen. Jetzt kommen, wie ich finde, richtig spannende Fragen, nämlich von Sarah, unserem Instagram-Mäuschen aus dem Team. Und Sarah hat sich richtig ins Zeug gelegt und mir sehr, sehr kreative Fragen gesendet. Falls ihr euch wundert, warum ich immer da hingucke, da sehe ich die ganzen Fragen im Übrigen. Sarah fragt, was war einer der schönsten Momente, die du erlebt hast? Und auch wenn wir immer diese Meditation machen auf den Workshops und wir zu einem sehr schönen Moment zurückgehen sollen, fällt mir immer der Moment auf den Philippinen ein. Das war der Tag, nachdem ich so mit den schlimmsten Tag in meinem Leben hatte, bin ich zu einem Ort gekommen, der heißt Nakpan Beach. Und da war ich in einem Hostel, das von lokalen Leuten, von lokalen Filipinos geleitet wurde. Und die waren einfach super, super herzlich zu mir, haben mich mega nett aufgenommen. Und wir sind abends zum Strand gegangen. Und da habe ich, glaube ich, so mit den schönsten Sonnenuntergang gesehen, den ich jemals gesehen habe. Und den ganzen Abend über hinweg habe ich mich einfach... Es gab einfach keine Sorgen mehr. Es gab keine Zukunft, keine Vergangenheit. Und ich habe mich vollkommen im Hier und Jetzt gefühlt und einfach mega glücklich. Und als die Sonne unten war, als es dunkel wurde, sind wir ins Wasser gegangen und dann habe ich unter Wasser die Augen aufgemacht und es hat einfach alles geleuchtet, weil das ganze Meer einfach voller Plankton war. Ich habe noch nie in meinem Leben Plankton allgemein gesehen und da war einfach so viel. Es hat alles geleuchtet und es war wunderschön. Danke Sarah für die wunderbare Frage. Und Sarah fragt auch, was war bis jetzt deine favorite Reise? Also meine Lieblingsreise bisher. Und das war für mich Guatemala. Das war für mich auch die Reise, die mich so am meisten geprägt hat. Und einfach, weil in Guatemala habe ich das Reisen zum ersten Mal. Einerseits dieser Abenteuerpart, dieses Fotografieren, dieses Film, dieses neue Landschaften sehen, neue Leute kennenlernen, aber auf der anderen Seite auch der Community vor Ort, den Menschen vor Ort im Lande etwas zurückzugeben. Und das hat mir nochmal eine ganz andere Dimension fürs Reisen gegeben und einfach, ja, es hat ein Stück weit irgendwo mein Herz geöffnet und es war einfach eine wunderbare Erfahrung. Echt wunderschön. Und dann fragt Sarah, in welches Land willst du noch reisen? Ja, ich möchte auch in sehr, sehr viele Länder reisen. Ich möchte noch in unglaublich viele Länder reisen. Aber das, was so als nächstes auf meiner Liste ist, das ist einmal Chile, Argentinien die Ecke. Dann aber auch Island, Norwegen, Neuseeland. Ja, das sind so hauptsächlich die Sachen, wofür ich gerade brenne und wo ich unbedingt mal hin möchte. Unbedingt. Dann fragt Sarah noch, was war die größte Veränderung in den letzten 5 Jahren? Und die größte Veränderung in den letzten fünf Jahren war der Punkt nach meinem Abitur, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Australien. Das hat eigentlich alles verändert, sonst würde ich jetzt nicht vor euch sitzen und ein Video machen. Denn das hat
bei mir die Leidenschaft zum Reisen entfacht, für mich die Leidenschaft zum Film und allgemein zum Leben. Also ich könnte mir nie vorstellen, das zu machen, was ich gerade mache, hätte ich nicht die Entscheidung getroffen, nach Australien zu gehen. Damit hat eigentlich alles angefangen. Nächste Frage von Sarah. Wenn du dir vorstellst, dass du jetzt 85 Jahre bist, welchen Ratschlag würdest du dir geben? Und ich würde mir den Ratschlag geben, Marius, hab Geduld. Du bist 21 Jahre alt, du hast noch dein komplettes Leben vor dir. Nutze jetzt die Jahre, wo du jung bist, teste ganz viel aus, mach ganz viel Erfahrung, mach ganz viel Fehler und lerne einfach ganz viel und denk nicht, du musst jetzt schon voll angekommen sein im Leben. Du musst jetzt schon alles rausgefunden haben im Leben und einfach nur hundertprozentig glücklich sein. Denn du hast noch ganz viel Zeit vor dir und ja, lass dir einfach, ja, hab einfach Geduld, Marius. Das würde ich mir auf jeden Fall als Ratschlag geben. Nächste Frage. Vor was hast du aktuell noch Respekt? Ist mir gerade spontan in den Kopf gekommen. Ich habe noch davor Respekt, einen Backflip von der Klippe zu machen zum Beispiel. Ich habe nämlich noch nie einen Backflip gemacht. Davor habe ich riesengroßen Respekt. Ich habe auch tatsächlich Respekt davor, einen Marathon zu laufen. Wir laufen nächstes Jahr übrigens einen Halbmarathon in Hamburg. Wenn du auch Bock hast, dabei zu sein, dann kannst du dich, unter dem Video packe ich mal einen Link, da kannst du dich anmelden. Da gibst du einfach dann als Teamname 1. FC Überflieger ein und da laufen wir, glaube ich, schon mit zwischen 100 und 200 Personen zusammen und das wird einfach richtig cool. Also wenn du Bock hast, deine Komfortzone zu verlassen, eine richtig geile Challenge anzunehmen, dann ja, würde ich mich freuen, dich nächstes Jahr beim Halbmarathon in Hamburg zu sehen. Geile Frage übrigens, Sarah, dankeschön. Und Sarah hat mir natürlich noch ganz viel mehr Fragen geschickt und die nächste Frage von Sarah ist: Was ist die eine Sache, die du tun willst, die aber außerhalb deiner Komfortzone ist? Ja, da hast du mich natürlich gerade gehittert mit der Frage. Was ist die eine Sache, die ich tun möchte, die aber außerhalb meiner Komfortzone ist? Ich möchte mal Workshops geben über das Filme machen, über das Fotografieren, über wie man seine Träume verwirklicht. Und das verbinden mit einem richtig geilen Reise-Abenteuer-Trip. Das möchte ich auf jeden Fall mal machen. Und es ist jetzt im Moment auf jeden Fall noch weit außerhalb meiner Komfortzone. Dann, mit welchem Tier identifizierst du dich? Also, mein absolutes Lieblingstier und auch das Tier, mit dem ich mich identifiziere, sind Delfine. Ich finde Delfine einfach absolut genial. Sind super intelligente Tiere, super super froh, also so lebensfrohe Tiere und auch super hilfsbereite Tiere. Also, Delfine. Ja, nächste Frage von Sarah. Was ist der größte Erfolg deines Lebens? Und der größte Erfolg meines Lebens ist, dass ich gerade an einem Punkt stehe, wo ich in einem Umfeld bin, was mich supportet, wo ich Freunde habe, mit denen ich über alles reden kann, denen ich in jeglicher Hinsicht vertrauen kann und ja, einfach, dass wir gemeinsam wachsen können und auch, dass ich eine super, super geile Beziehung mittlerweile zu meinen Eltern habe, mit denen ich über alles reden kann und das ist, glaube ich, so der größte Erfolg meines Lebens, weil mir das einfach mega viel gibt, mega, mega viel. Super spannende Frage, auch von Sarah. Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Ein perfekter Tag für mich ist aufstehen zum Sonnenaufgang, am besten in den Bergen in Kanada, aufstehen, eine kleine Wanderung machen, filmen, Drohne fliegen, nach Hause kommen, dann mit meiner Frau frühstücken, mit meinen Kindern frühstücken, eine richtig geile Zeit mit denen haben und dann fliegen wir rüber auf die andere Seite der Welt und gehen Fallschirm springen und haben einfach einen richtig geilen Tag und dann genießen wir den Sonnenuntergang
am Strand und ja, freuen uns einfach, dass wir miteinander da sein können. Fliegen natürlich zurück nach Hause und haben einen wunderschönen Abend am Kamin in unserer Holzhütte am See in Kanada. Das ist mein perfekter Tag. Oh, die Sonne strahlt hier gerade richtig rein. Oh, Baby. Nächste Frage von Sarah. Für was bist du aktuell am dankbarsten? Ja, das geht ein bisschen darauf zurück, was der größte Erfolg meines Lebens ist. Ich bin zurzeit am dankbarsten dafür, dass ich Freunde um mich habe, eine Familie um mich habe, ein Team um mich habe, was mich liebt, was mich supportet, wo ich auch einen Mehrwert bieten kann und wo man sich gegenseitig einfach unterstützt und anhebt. Und ich bin einfach unglaublich dankbar für mich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, meinen eigenen Weg zu gehen und auf mich selber zu vertrauen und einfach auf meine Träume zu vertrauen. Ja. Letzte Frage von Sarah. Was ist dein Geheimtipp, um innere Ruhe, Gelassenheit und Gelassenheit zu etablieren? Dazu werde ich mal ein Video machen. Aber für mich, was mir extrem hilft, sind Atemübungen. Einfach 5 Sekunden einatmen, dann 5 Sekunden die Luft halten und 5 Sekunden die Luft ausatmen und wieder 5 Sekunden halten. Und das Ganze 5-mal, das nennt sich, glaube ich, Box Breathing. Und danach ist man einfach im Kopf viel klarer wieder, viel entspannter und ist einfach viel fokussierter auch. Aber da kann ich gerne mal wieder drüber ein Video machen. Finde ich mich auch sehr interessant, das Thema. Dann, ich weiß gar nicht, wie lange das Video schon geht, aber ich glaube, wir schaffen noch ein paar Fragen. Dann haben wir nämlich hier Fragen von Mr. Sensen King. Ich weiß gar nicht, ob ich dich persönlich kenne, Mr. Sensen King. Kann gut sein. Dann schreib mir bitte deinen Namen unten rein. Mir fällt das nämlich gerade nicht ein. Tut mir mega leid. Aber du hast gefragt, was ist dein Lieblingsort? Und mein Lieblingsort ist Vancouver, Kanada. Mein absoluter Lieblingsort. Wohin würdest du gerne mal nochmal reisen? Habe ich schon beantwortet. Gerade auf der Prioritätenliste stehen Norwegen, Island, Neuseeland, Chile, Argentinien. Die Gegend, also Berge und ja, Berge. Berge. Berge auf jeden Fall. Oh, da war noch was. Bereue ich irgendeinen Trip? Ich glaube, ich bereue keinen Trip, da jeder Trip, auch wenn es mal Herausforderungen gab, auch wenn es mal schlechte Zeiten gab, jeder Trip hat mich erstens dahin geführt, wo ich heute bin, und zweitens war jeder Trip eine Lernerfahrung und jeder Trip hat mir irgendwie genau das gegeben, was ich gerade brauchte in dem Moment. Trip. Letzte Frage von Mr. Sensen King. Gab es einen Moment während den Reisen, den du als stark lebensverändernd nennen würdest? Ja, auf jeden Fall. Und allen voran geht da die Guatemala-Erfahrung, das Arbeiten mit den Kindern, dass wir da eine Schule unterstützt haben für die Grundwasserversorgung, die Wände gestrichen haben, neues Dach für die lokale Schule da gemacht haben. Und dieses Zurückgeben einfach während des Reisens hat für mich, da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und das hat mir einfach, ja, es hat sich einfach krass viel seitdem bei mir verändert und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und jetzt kommen gar nicht die letzten Fragen. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon geht, aber wir machen einfach nochmal weiter. Wir haben hier nämlich noch Fragen von Steph. Smile. Wir sagen einfach mal, das sind jetzt die alles entscheidenden und letzten Fragen. Steph Smile fragt, welches war dein magischster Moment als Filmemacher bisher? Mein magischster Moment als Filmemacher. Mir fällt gerade kein richtiger Moment ein, aber immer wenn ich auf den Workshops filme und gerade sich eine Coaching-Situation ergibt, wo sich gerade eine Person öffnet und ihre Geschichte mit den
mit allen Teilnehmern teilt, dann gucke ich zwar durch die Kamera und sehe das Bild durch die Kamera, aber ich fühle mich in diesem Moment einfach mega mit dieser Person verbunden. Ich kann mich mega krass in die hineinversetzen. Und das sind so die magischen Momente als Filmemacher, wo ich einfach mich krass emotional in die Geschichte einer anderen Person reinversetzen kann und die wirklich, ja, mitfühlen kann. Ja. Noch nächste Frage. Was hast du auf Reisen bei dir, das keiner von uns gedacht hätte? Und neues Mitglied, das ist schon ein bisschen länger dabei. Aber was ich immer dabei habe, ist meine Polaroid. So ein bisschen neues Mitglied der Familie. Und will ich auf jeden Fall in Zukunft noch viel mehr einsetzen. Ah, ich feiere es aber mega. So, Momente festzuhalten und die danach auf so eine richtig geile Wand zu hängen. Und man kann sich immer wieder daran zurückerinnern. Nächste Frage von Steph Smile. Du triffst so viele Menschen auf deinen Reisen. Was muss für dich gegeben sein, damit du jemanden deinen wahren Freund nennst? Ja, gerade auf Reisen trifft man viele Menschen. Und erstmal merkt man das sowieso intuitiv als erstes, ob man mit dieser Person sich geil austauschen kann, ob man mit der Person auf einer Wellenlänge ist, ob man viele Gesprächsthemen hat, dann kann man schon mal eine mega geile Verbindung zu der Person aufbauen. Und wenn ich es wirklich ein Freund nenne, das ist einfach dann dieses Gefühl, einer anderen Person vertrauen zu können. Ein Gefühl der anderen Person, meine Geschichte zu erzählen und auch die herausfordernden Momente, die schlechten Momente in meinem Leben zu erzählen und dann zu wissen, dass es die Information, die ich gerade der anderen Person gegeben habe, die andere Person nimmt das offen auf, die verurteilt mich nicht und ich kann mich mit der Person austauschen. Aber die meisten meiner Freundschaften sind eher langjährige Freundschaften tatsächlich. Nächste Frage, sehr spannende Frage. Bist du Single? Wenn ja, stehst du auf Frauen oder Männer oder auf beides? Ich bin Single und ich stehe auf Frauen. Danke für deine Frage. Nächste Frage. Was wird dein größter Travel-Film 1 sein? Oder was wird 1 dein größter Travel-Film sein? Und der Film wird den Namen A Dreamer's Journey tragen. Und es geht um einen jungen Mann, der den Sinn des Lebens sucht und sich in ganz vielen Sachen, ganz vielen äußeren Sachen verliert, in Geld, in Frauen, in Autos etc., der den Standardweg geht und irgendwann realisiert, ich habe jetzt alles im äußeren Leben erreicht, ich habe alles, was andere Leute als erfolgreich bezeichnen würden, aber irgendwas fehlt und dann begibt er sich auf eine Reise und auf dieser Reise, er weiß gar nicht, warum er auf diese Reise geht, aber während dieser Reise findet er zu sich selbst. Ganz grob zusammengefasst. Danke für deine Frage. Also echt eine richtig coole Frage. Und dann die letzte Frage von Steph Smile und die letzte Frage für das Video. Welches Essen würdest du essen, wenn es dein letztes wäre? Ganz spontan wäre mir eigentlich Pizza eingefallen, denn ich liebe Pizza über alles. Eigentlich so vom Geschmack her mein Lieblingsgericht. Aber einen richtig geilen Obstsalat wäre, glaube ich, auch richtig cool, denn ich möchte eigentlich die Welt klar, also richtig vital und klar verlassen. Deswegen gehe ich, glaube ich, lieber für den Obstsalat. Danke für deine Frage, Steph Smile. Und auch danke an alle Fragen, die ich gerade beantwortet habe. Ihr seid der absolute Hammer und ich freue mich mega auf Part 2, da eure Fragen zu beantworten. Und ich glaube, das war ein ganz cooles Schlusswort. Wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge. Und natürlich bei dem nächsten Q&A. Dankeschön für deine Zeit. Und es hat mich mega gefreut, die Fragen zu beantworten. Und wenn du noch mehr Fragen hast, dann schreib es einfach in die Kommentare. Ja, ansonsten abonniere gerne den Kanal und klick auch auf die Glocke, damit du immer weißt, wann ein neues Video online ist. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und bis dahin.